Sind wir ehrlich, als schüchterner Mann ist Dating nicht einfach. Und du kennst es wahrscheinlich, wenn du schüchtern bist. Du bist nie die Person, die einfach locker mit Frauen reden kann. Und vielleicht hast du diese Freunde, die einfach locker mit Frauen reden, die überhaupt kein Problem haben, die locker mit denen quatschen können, für die es überhaupt kein Aufwand ist, Frauen von sich zu überzeugen. Die sich denken, hey, wie kann das irgendwie schwierig sein? Du musst doch einfach nur mit denen reden, du musst einfach nur du selber sein. Und bei dir ist es aber nicht so, du bist blockiert, du weißt nicht, was du sagen sollst. Du steckst in deinem Kopf fest, dann redest du mit einer Frau und dann wird es irgendwie weird und unangenehm. Es entstehen Pausen, du weißt nicht genau, was du sagen sollst. Wenn das dein Problem ist als schüchterner Mann, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Weil es stimmt nämlich nicht, dass du als schüchterner Mann schlechtere Chancen im Dating hast als extrovertierte Männer. Und wenn du es mir nicht glaubst, hör dir das ganze Video hier bis zum Ende an, dann wirst du erfahren, wie du auch als schüchterner Mann sehr gute Erfolge im Dating haben kannst. Ich weiß es, ich war früher unglaublich schüchtern. Ich habe mich nicht mal getraut, irgendwo anzurufen. Und ich habe es trotzdem geschafft, sehr hübsche Mädels von mir zu überzeugen. Obwohl ich die Schüchternheit nicht mal gelöst habe am Anfang. Und inzwischen kenne ich hunderte Männer, die sehr gut im Bereich Dating sind. Und tatsächlich sind die meisten von ihnen eher introvertiert, auch wenn du es wahrscheinlich nicht glaubst. Und ich werde in diesem Video erklären, warum das Ganze so ist. Lass uns mal damit beginnen, warum Schüchterne eigentlich Probleme im Dating haben. Liegt eigentlich auf der Hand. Schüchterne haben Probleme, auf fremde Menschen zuzugehen. Und Schüchterne fühlen sich oft auch in Gruppen von Menschen unwohl. Die wissen nicht genau, wie sie ein soziales Gespräch starten oder wie sie ein Gespräch am Laufen halten, wie sie spannende Geschichten erzählen. Und deswegen haben sie Probleme, in einer größeren Gruppe auch rauszustechen oder in einer größeren Gruppe selbstbewusst aufzutreten und einen gewissen sozialen Status in der Gruppe einzunehmen, worauf Frauen ja bekanntlich stehen. Diese Nachteile sind aber gleichzeitig auch deine Vorteile und genau das werde ich dir jetzt gleich mal erklären. Weil es ist so, dass du als schüchterner Mann genau deswegen, weil du diese Probleme hast, gelernt hast, das zu kompensieren in der Regel in anderen Bereichen, in denen du jetzt deutlich besser bist als viele Introvertierte. Und diese Bereiche sind tatsächlich wichtiger fürs Dating als das, was die Extrovertierten so gut können. Und zwar die Extrovertierten, die haben diese Schwächen, die du hast, nicht. Ja, die können mit vielen Leuten reden, die können rausstechen, die können Geschichten erzählen, die können einfach auffallen. Die fühlen sich wohl, wenn viele Leute außen rum sind. Und das führt oft dazu, dass Frauen am Anfang Interesse für diese Personen verspüren, weil sie denken, hey, das ist eine selbstbewusste Person, die ist unterhaltsam, die ist lustig. Die sticht raus, die kann auch mal den Mund aufmachen, die ist nicht so vorsichtig. Das Problem ist jetzt aber bei diesen Extrovertierten, dass ihnen oft die Stärken fehlen, um dieses anfängliche Interesse zu mehr zu verwandeln, also zu einem Kontakt zu verwandeln oder zu einem Date zu verwandeln und dort auch eine tiefere Verbindung mit der Frau aufzubauen, was zum Beispiel die Introvertierten besser können. Als Introvertierter hast du nämlich in der Regel die Stärke, dass du sehr gut zuhören kannst, dass du auch gut Fragen stellen kannst im Gespräch, dass du es schaffst, quasi die andere Person dazu zu bringen, aufzutauen und mehr zu erzählen und so eine tiefere Verbindung mit der anderen Person eingehen kannst. Und das ist auch sehr wichtig, vor allem, wenn du Frauen emotional auch von dir überzeugen willst. Wenn du nicht nur willst, dass sie pure Anziehung dir gegenüber empfindet, sondern auch, dass sie eine emotionale Verbindung dir gegenüber empfindet. Oftmals bist du auch besser darin, Signale zu lesen, weil du mehr darauf achtest. Du bist ja von deiner Natur aus ein vorsichtiger Mensch, vor allem im sozialen Kontext. Deswegen achtest du auf soziale Details. Oft auch zu viel, deswegen steckst du in deinem Kopf fest. Aber in der Regel hast du ein relativ gutes Gespür für emotionale Feinheiten oder für Details im Gespräch, das Extrovertierten oft fehlt, denen das vielleicht gar nicht auffällt oder denen es auffällt, aber die gar nicht großartig drüber nachdenken. Eine weitere sehr attraktive Stärke von Introvertierten, und das ist auch ein Geheimnis, wie ich es früher geschafft habe, als sehr schüchterner, sehr introvertierter Mann. Ja, da besteht nochmal der Unterschied, dass wenn du schüchtern bist, bist du nicht unbedingt introvertiert, sondern du bist in der Regel emotional gehemmt. Also du schämst dich oder hast Angst, wenn viele Leute im Umfeld sind und bist sehr vorsichtig in sozialen Interaktionen. Wenn du introvertiert bist, bedeutet das nur, dass du gerne mit dir Zeit alleine verbringst und dass du so Energie auftankst. Das kommt oft miteinander einher, aber nicht unbedingt zwangsläufig. Aber dein Vorteil als Introvertierter oder auch Schüchterner ist bei beiden tatsächlich der Fall, ist, dass du geheimnisvoll wirkst. Du bist nicht die Person, die direkt alles nach außen trägt, die direkt quatscht und quatscht und quatscht. Und die andere Person überflutet mit Informationen zu der Person. Und das wirkt sehr oft im Dating langweilig. Viele Frauen stehen nämlich auf Männer, die nicht alles von sich offenlegen, sondern die ein gewisses Fragezeichen bei ihnen im Kopf hinterlassen. Es sollte natürlich nicht zu groß sein, aber ein gewisses Rätsel oder so ein gewisses Denken bei ihr, dass sie dich nicht komplett einschätzen kann. Dass es noch Dinge gibt, die sie vielleicht noch nicht ergründet hat. Ja, auch so eine gewisse Tiefgründigkeit. Und das kannst du als schüchterner Mann tatsächlich sehr gut bieten. Und so habe ich es auch lange geschafft, sehr gute Erfolge im Dating zu haben, obwohl ich gar nicht so viel geredet habe, obwohl ich gar nicht so selbstbewusst war, weil ich einfach auf den Dates gelernt habe, gute Fragen zu stellen, sodass sich die Frauen öffnen, zugehört habe und gelernt habe, auch eine gewisse Spannung entstehen zu lassen oder ein gewisses Mysterium entstehen zu lassen, sodass die Frau nicht das Gefühl hatte, dass sie schon alles über mich weiß und so eine gewisse Neugier
entstanden ist. Und das kannst du relativ leicht hinbekommen, wenn du schüchtern bist, indem du nicht alles von dir offenlegst, indem du dich auch nicht für deine Schüchternheit schämst und indem du vor allem auch nicht versuchst, diese extrovertierte Person zu sein, die du nicht bist. Das kommt auf jeden Fall unsicher, weil dann sagst du dir selber, dass du nicht gut genug bist und dich für die Frau verstellst. Also wichtig ist, spiel auf deine Stärken. Ja, deine Stärken sind zuhören, gute Fragen stellen, eventuell auch eine gewisse Dominanz und Ruhe auszustrahlen, was Frauen sehr attraktiv finden und eben vor allem auch dieses Mysterium zu bewahren, indem du nicht direkt alles offenlegst oder die Frau sogar langweilst mit diesen ganzen Dingen, die du ihr über dich erzählst. Und jetzt kommen noch zwei weitere Dinge, die du tun kannst als Introvertierter, um jeden Extrovertierten meilenweit voraus zu sein im Bereich Dating. Und ich werde jetzt auch direkt erklären, was du genau dafür tun musst. Lass uns anfangen mit der ersten Sache, und zwar, du solltest lernen, an deinem Auftreten zu arbeiten. Das bedeutet, du solltest lernen, einen guten Stil zu entwickeln. Weil du eine Person bist, die wahrscheinlich nicht super lustig ist und extrem viel redet, ja, und du bist ja eher introvertiert und schüchtern, solltest du diesen etwas stilleren, geheimnisvollen Mann verkörpern, und zu dem passt sehr gut, wenn du auch an deinem Auftreten arbeitest, wenn du nach was aussiehst. Weil dann denkt sich die Frau, okay, dieser Typ sieht irgendwie spannend aus, der weiß, wie man sich gibt, aber hat nicht das Bedürfnis, sehr viel zu kommunizieren, und das verstärkt diesen interessanten Effekt. Also du solltest auf jeden Fall lernen, wie man sich gut anzieht, wie man vernünftig auftritt, wie man vernünftiges Benehmen hat, und dann funktioniert Dating auch sehr, sehr gut. Und was dazu auch gehört ist, dass du lernen solltest, gute Fotos von dir zu machen, ja, sei es für Online-Dating oder auch für Social Media, weil das kannst du genauso gut als Introvertierter, vor allem wenn du auch ein gutes Auge hast für eben dieses Auftreten, ja, für Stil. Oft ist es ja auch als Introvertierter so, dass man technisch vielleicht ein bisschen mehr interessiert ist, dass man einen besseren Blick hat für Ästhetik, für vielleicht auch Stimmungen in Bildern, kommt natürlich auch immer auf dich an. Aber wenn es auf dich zutrifft, lerne gute Bilder zu machen, lerne einen guten Style zu entwickeln, und das wird dir auch massiv bei diesem interessanten Auftreten am Anfang helfen. Die zweite Sache, die du lernen solltest als Introvertierter, und wenn du sie lernst, dann wirst du, wie gesagt, fast jeden Extrovertierten meilenweit voraus sein in Bezug auf Dating, ja, in Bezug auf wie viele Frauen du datest, wenn das dein Ziel ist, oder auch in Bezug auf deine Partnerin, dass du eine viel attraktivere, sei es vom Aussehen oder Charakter, Partnerin kennenlernen kannst, als jeder extrovertierte Mann. Und zwar ist es die Fähigkeit, Frauen im Alltag anzusprechen. Und als ich das damals entdeckt habe, als ich noch sehr, sehr schüchtern war, wusste ich, das ist genau das, was ich brauche als schüchterner Typ. Weil als schüchterner Typ hast du oft Probleme, Frauen kennenzulernen. Und dieses Problem, das ist genau deine größte Hürde als Introvertierter, ja? Weil du hast ja nicht diesen großen Freundeskreis und du bist auch nicht so kontaktfreudig in der Regel. Du gehst ja nicht die ganze Zeit auf Leute zu, bist nicht dauernd auf Partys, kannst aber im 1-zu-1-Gespräch oft Frauen gut von dir überzeugen, aus den eben genannten Gründen. Das bedeutet, was du lernen solltest, ist, diese Hürde zu überwinden, indem du den besten Weg erfahrungsgemäß lernst, wie du als Introvertierter regelmäßig Frauen kennenlernen kannst. Und das ist, Frauen im Alltag anzusprechen. Warum ist das der beste Weg als introvertierter Schüchterner? Einfach deswegen, weil du dort immer im 1-zu-1-Gespräch mit Frauen bist. Außer du sprichst Gruppen an, aber das musst du nicht. Ja, sehr, sehr viele attraktive Frauen sind alleine unterwegs. Deswegen lerne, Frauen anzusprechen, und du musst da auch nicht irgendwie High Energy reingehen. Das ist oft gar nicht so gut. Das denken sich Frauen, das ist aufgesetzt, das ist komisch, ja, oder finden es irgendwie kurzfristig lustig und melden sich dann gar nicht mehr. Brauchst du gar nicht, wenn du tagsüber Frauen ansprichst. Also geh da einfach authentisch hin. Du kannst auch introvertierter sein, du kannst ruhiger sein, aber lerne, Frauen anzusprechen. Lerne, dass du jetzt nicht komplett nervös bist von deiner Körpersprache. Wenn es ein bisschen nervös ist, ist es auch gar nicht so schlimm tagsüber. Du solltest jetzt nicht irgendwie so rumlaufen oder so oder überhaupt nicht in die Augen schauen können. Daran solltest du natürlich arbeiten, kommt alles mit der Zeit. Aber du musst jetzt nicht wie so ein Verkäufer dahergehen und sagen, Entschuldigung, du bist mir aufgefallen oder sowas. Sondern kannst dich einfach ganz normal ansprechen, sei authentisch dabei. Und dann wirst du merken, dass du so auch sehr entspannte Gespräche mit Frauen führen kannst. 1-zu-1-Gespräche. Und die Frauen oft auch sympathischer sind als im Club. Im Club haben sie oft diese Mauer hochgefahren, weil sie von ganz vielen besoffenen Typen angebaggert werden. Und wenn du nicht in einer guten Stimmung bist, wirst du bei vielen Frauen nicht durchkommen. Deswegen lerne, tagsüber Frauen anzusprechen. Habe ich damals auch gemacht, als ich noch sehr schüchtern war. Und hat super gut funktioniert. Ja, ich hatte sehr gute Erfolge, teilweise deutlich bessere als meine extrovertierten Kollegen, weil ich einfach ein besseres Verständnis hatte, wie ich mit der Frau im 1-zu-1-Gespräch mich unterhalten kann. Und sind wir ganz ehrlich, die meisten Extrovertierten, die lernen das auch niemals, weil die haben nicht dieses Bedürfnis. Ja, die lernen zwar nicht so viele Frauen kennen, aber die lernen öfter Frauen auch in ihrem Freundeskreis und so weiter kennen, weil die Extrovertierte einfach sehr mit mehr Leuten reden. Das sind meistens nicht die Frauen, die ihnen richtig gut gefallen. Aber diese Hürde, tagsüber sich zu überwinden, Frauen anzusprechen,
Die nehmen die wenigsten von diesen extrovertierten Männern, weil sie sich ja denken, hey, ich habe ja genug Frauen, die gefallen mir zwar nicht so richtig gut, aber ich mache mich doch nicht lächerlich. Ja, das ist auch so ein häufiger Glaubenssatz bei Extrovertierten, dass es komisch ist, Frauen im Alltag anzusprechen. Das würde ja bedeuten, dass sie keine Freunde haben oder dass sie es nötig haben, was natürlich einfach nur in ihrem Kopf passiert, ist einfach nur eine Ausrede. Also dementsprechend, wenn du introvertiert bist und das lernst, dann wirst du viel mehr Dates haben, als jeder Extrovertierte. Sind wir ehrlich, am besten ist es trotzdem, wenn du deine Schüchternheit überwindest. Woher weiß ich es? Ich bin jahrelang schüchtern gewesen. Und zwar so schüchtern, dass ich im Supermarkt, wenn ich was nicht gefunden habe, lieber die Sache nicht gekauft habe, als einen Mitarbeiter zu fragen, weil ich so Angst hatte. Oder so schüchtern, dass ich, sobald irgendeine fremde Person im Gespräch mit dabei war, einfach komplett dicht gemacht habe. Ich konnte überhaupt nicht mehr ich selber sein, ich habe gar nichts gesagt, war komplett still. Und ich hatte so eine starke Schüchternheit, dass ich sogar auf Verwandtschaftsfeiern einfach nicht sagen konnte, ja, oder massivst gehemmt war, wo jeder andere sich denkt, hey, mit meiner Oma kann ich doch frei quatschen. Nicht mal das war für mich irgendwie noch im Rahmen des Entspannten und habe es geschafft, das komplett wegzubekommen. Wie es funktioniert, kann ich dir zeigen, 1:1. Ja, bin ich fest von überzeugt, dass ich da im deutschsprachigen Raum einer der Personen bin, die das mit Abstand am besten zeigen kann, einfach weil ich selber da durchgegangen bin. Wenn du wissen willst, wie es funktioniert, buch dir gerne mal unten ein Gespräch. Ja, du findest hier unten einen Link zu meiner Webseite, kannst dir alles nochmal in Ruhe anschauen und dann kannst du dir ein kostenloses Gespräch buchen und dann werde ich dir zeigen, wie es funktioniert. Ja, es geht ganz viel um Thema unterdrückte Emotionen, weil genau das ist das, was dich halt schüchtern macht letztendlich und das kann man lösen. Ja, du kannst genauso locker werden wie dein Kollege, den du vielleicht kennst. Also wenn du wissen willst, wie es funktioniert innerhalb von wenigen Monaten, ja, so 1, 2, 3 Monate dauert es in der Regel, bis du 80% besser dich fühlst in dem Bereich. Würde ich machen, ja. Wie gesagt, für Dating brauchst du es nicht unbedingt, aber es fühlt sich für dich einfach viel besser an und du hast eine viel bessere Lebensqualität. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesem Kanal folgst und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.